Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge von Star Stable. Ich mache jetzt erstmal ein paar Rennis. Du hast da bestimmt schon wieder alle Rennen gemacht, Mara, ne? Nee, nicht alle. Aber bestimmt ihr wieder hier im Moorland und so, ne? Ja, wenn man, also mir war langweilig. Ja, ich mache jetzt noch ein paar Rennies. Alles, wenn ich Samstag und Sonntag Star Coins kriegt. Das ist ja cool, ne? Ja, ich glaube das nicht. Ich habe das. Ich bin aber trotzdem noch letzter. Hä? Warum zwei? Na egal. In einem Moorland. Really? Ich starte das nächste Rennen. Hast du das Rennen hier schon gemacht? Ja, wie oft denn noch? Keine Ahnung. Interview. Oh nee, ne? Das heißt total verpackt, ey. Aha. Bin vor dir. Fragt sich nur, wie lange noch. Kann ich so genau sagen? Das ist irgendwie Spirit. Weiß mal so genau, wie ich nur kann. Da oben ist er. Oh. Ne, ist er schon mal vorbeigerannt. Na, da ist doch eh schon die Aufgaben fertig. Da ist. Hallo Spirit. Ah, oh, Scheiße. Jetzt hast du schon wieder verbockt. Hätte mir einen Mustang kaufen sollen. Hätte mir lieber einen Mustang kaufen sollen, aber egal. Mustang? Ja. Warum? Weil ich mag Mustangs halt. Okay. Ich liebe einfach Arabas. Ja, du könntest jeden Araber haben. Nein, und ich finde, dass die neuen Araber so ganz komisch laufen, ne? So. Ach, ich weiß nicht. Die laufen genauso wie die anderen. Die laufen so komisch, oder liegt das daran, weil die keinen Sattel dran haben? Weil ich das gestern ohne Sattel getestet habe. Wie die laufen, keine Ahnung. Ja, das ist nur, denke ich, meine Meinung. Er ist gestern gelaufen, als er einen Stock im Hintern hatte, so wie der Friese oder so, weißt du? Also irgendwo da. So, das Rennen habe ich auch hinter mir. Ja, ich will die Strecke auch ausbilden, danke. Auf jeden Fall müsste ich wohl heute Level 11 werden. Den Araber.
Scheiße, ich glaube das auch nicht. Ja, nee, das mal hier mit Absicht versuche ich das. Nein, ich dachte schon. Ich versuche die ganze Zeit hier dieses, ach keine Ahnung, hier rennen hier zurück, so schnell wie möglich mal abzuschließen hier. Aber hier war das Wetter, da bestimmt meine beste Leistung, sag ich doch. No, immer noch letzter, kann nicht wahr sein. Ne, ich schaff das nie, ich könnte ins Kissen heulen. Spirit. Hm? Ich finde irgendwie Spirit ist wie die ganz normalen Pferde, halt, dass der nur zwei verschiedene, dass der halt nur schnell steigen kann und halt langsam steigen kann. Mehr kann der aber auch nicht außer rennen und so. No. Der kann auch leider nicht buckeln. Hast du nicht schon einen Mustang, Mara? Nein. Ich hatte noch nie einen. Guck jetzt nach billigen Haaren. Oder vielleicht solltest du ja doch noch einen Mustang kaufen und dann sparen, wenn du unbedingt Mustang haben willst. Nee, aber dann hab ich ja... Ich hab auch viel Zeit nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mara. Da kann ich dir aber echt gar keinen Ratschlag geben. Aber erstmal hast du ja auch dein Araber, ne? Mhm. Und vor allem, du hast einen neuen Araber. Mhm. Du hast einen neuen Araber. Da musst du einmal stolz. Was? Du bist gar nicht stolz, nur einen Araber zu haben? Nö. Was? Das hast du nicht verdient. Oh. Hä? Wo bin ich jetzt hier was? Oh, wie scheiße. Also heute habe ich echt kein Ziel, was er getrunken. Ich laufe hier die ganze Zeit an den grünen Sachen vorbei. Bestimmt, weil ich vorhin Zwiebeln geschnitten habe. Bin auf Gasgelbe draußen. Hm? Bin auf Gasgelbe kurz draußen.
Ja, ist ja klar, dass das jetzt in Hose geht, aber ich will die Fähre noch kriegen. Zum Glück. Oh, wenn wir ja nicht mal bei einem rauchen und hier fast unterstürzen müssen, ey. Boah. Guck mal, ich habe den Südhof, habe ich, vor Pinter hier lang. Ja, das ist der einzige Hafen, den ich noch nicht. In Jorvik gibt's keinen Hafen. Okay. Ich würde gerade sagen, liegt das jetzt hier rum? Aber nee, noch nicht. Irgendwie läuft das ein bisschen länger. Jetzt, wo wir hinlaufen, gucke ich noch mal in mein Aufgabenbuch. Ne, es ist alles mit. Ich würde ja gerne mal meine andere Schwester. Ich würde gerne mal meine andere Schwester ranken, aber das geht nicht, weil ich dazu jemanden brauche. Was brauchst du dafür? Ich brauche jemanden dafür, um halt mitzuspielen, dass ich, also ja halt, zu ranken irgendwie halt. Ich finde aber halt. Aber da ja. No. Komm, mein Junge, du tiefer das soll nicht. Mal ganz kurz aufkamen, jemanden mal anrufen, jemand fragen. Bin mal kurz aufkamen. Nur wie versaust du? Also, das soll ich in die Tiefe saugen.
kocht die immer. Versorgt es hier immer und immer und immer wieder. Also soll man sich gar nichts draus machen. Das ist jetzt hier nichts, das war logisch. Springe ich noch da rein? Was willst du denn jetzt noch? Bonservice. Auf jeden Fall machen wir das nächste Rennen aber tief. Komm, Junge, ich mich jetzt einmal außer Sinn verlaufen. Sind wir da? Ja. No, weißt du denn nicht, ne? Was hast du denn gemacht? Ich wollte jemand meine andere Schwester anrufen. Die 12 ist halt, wollte ich anrufen, aber die ging nicht dran, wieder mal wie immer. Okay. Meine andere Schwester. Die kann ich nämlich nicht anrufen, sonst weiß ich Bescheid, weil ich die nämlich verarschen will. Okay. Ich brauche nämlich jemanden. Der sich mal meldet. Aber da ja keiner Star Rider ist, den ich kenne, halt. Mama, was willst du denn eigentlich machen? Ich will meine große Schwester verarschen. Aber ich wette mit dir. Das interessiert sich gar nicht, aber man kann ja mal einen Versuch. Man kann ja mal es ausprobieren. Okay, warum willst du deine älteste Schwester verarschen? Weil sie mich so oft verarscht hat. Okay. No, das macht man nicht. Doch, hier schon. Also ich meine jetzt pranken, ne?
Ja, im Prinzip das. Hier noch gar kein Account. Ja, irgendwann. Da fragt mich nicht wann. Das kann nicht wahr sein. Hast du mir das eine dumme Teil verfehlt? Ja. Das hat gleich keine Höchstleistung gehabt. Naja. Ich bin mal gespannt, wie lange ich hier brauche, bis mein Junge hier Level 11 geworden ist. Muss ein bisschen hier arbeiten. Championat, okay. So gibt es nicht neue Sachen in diesem Stable-Shop. Ich werde bis 2000 irgendwas da könnte ich sparen und dann werde ich mir ein Mustang kaufen. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ja, spannend, wie viel Rennen ich noch machen muss. Damit ich meinen Jungen hier endlich auf Level, was weiß ich nicht habe. Auf Level 11. Es gibt denn schon ganz schöne Spuren, dass er sich mal hier bewegt. Ah ja, ich hab heute das Hasenrennen bekommen, ne? Das Hasenrennen habe ich heute bekommen. Ich hab doch gesagt gehabt, da bestimmt ist, haben sie das alles anders gemacht. Ich habe erst heute das Hasending bekommen, wo du die Hissen einfangen musst, ne? Dann haben sie es bestimmt jetzt so gemacht, dass man das nicht gleich am Anfang bekommt. So wie es mal früher war, weißt du? So viele Sachen, dass du ein bisschen dafür machen musst, haben sie bestimmt geändert. Deswegen habe ich auch diese Springdinger da noch nicht. Jetzt bei mir mal spannend, wenn ich die bekomme. Ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf ein Pferd klicke und dann auf Kaufen drücke, ob ich dann noch die Starcoins habe oder ob ich erst auf OK drücken muss. Das probiere ich jetzt aus. Ne, okay, ich habe noch die Starcoins. Okay. Muss ich mal ausprobieren. Ich will halt nur nicht auf OK drücken. Das hätte ich ein Problem. Ich brauche jetzt nur noch ein Rennen, dann ist mein Junge hier Level 11. Ich mache jetzt das letzte Rennen am Weingut.
Rennstrecke ist Landgut und neue Rennstrecke, okay. Na, jetzt habe ich auch zwei Rennstrecken. Keine Ahnung, ich mache jetzt hier beide. Ich freue mich irgendwie, wenn ein Start gibt. Ich freue mich total. Also wenn es Weihnachten ist. Weil ja. Ich habe jetzt blau, weil da gibt's, kann man halt in Star Stable kann man dann halt auch da kann man auch vieles Pferd halt dann auch Hintersachen kaufen und ja. Das würde ich halt sehr gerne. Weil dieser Hals hier ist so richtig schrecklich. Das Laufen geht ja noch, aber man sieht den Hals nicht. Was soll denn daran wie ein echter Mensch aussehen? Wenn der Hals weg, dann gibt es halt gar keinen Hals. Ja, doof. Keine Ahnung. Mehr. Ich bin mal gespannt, was zu Weihnachten bei was das da reinkommt. Da wird es auch bestimmt auf Weihnachtsquetsche oder sowas geben, ne? Keine Ahnung, denke ich schon. Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Aber es wird auch bestimmt denn hier alles voller Schnee sein, oder? Ja. Das hab ich mir schon gedacht. Haha, mein Gefährt ist Level 11. Okay, jetzt mach ich das eine Rennen hier noch. Wie viele Rennen hast du beim Weingut? Drei, ne? Drei, ja. Ja, ich habe jetzt erst zwei. Das ist ja das, was ich sage, ne? Das haben wir bestimmt geändert hier mit den Rents. Alter, das ist ja eine Strecke, ey, die kenne ich hier gar nicht. Die Strecke ist ja gar nicht gelaufen. Was ist das denn für eine fiese Strecke? Nee, die Strecke bin ich noch gar nicht gelaufen, die ist neu. Warum habe ich die ja neu dazu bekommen? Wo ich die noch nie gelaufen bin. Alter, immer aufpassen, sonst fahre ich hier die Klippen runter, ey. Was ist das für eine fiese Strecke? Alter, das hat beinahe wirklich mit dem Pferd runtergekracht, ey. Na, das ist eine fiese Strecke beim Weingut. Kennst du die da, wo du die Richtung hier, diesen Center da? Die Halle? Da ist noch eine andere Strecke, die ist doch richtig fies. Bin ich gestern gelaufen? Wieso? Nein, verdammt, nein. Ich müsste hier nochmal laufen können, ne? Ja, die Schnellstrecke kann ich jetzt nochmal versuchen. Die habe ich jetzt neu dazu bekommen, Mara. Was? Ja, ich habe eine neue Rennstrecke dazu bekommen. Die ist aber richtig fies. Beim Weingut. Die kennst du auch bestimmt, wo du da eine Klippen alles langlaufen musst, ne?
Ja. Alter, die ist doch richtig fies, ey. Du musst aufpassen, dass du nicht die Klippen runterläufst, wenn du schnell bist. Was, jetzt ist die Strecke verkehrt rum, oder was? Na klar, die ist verkehrt rum. Alter. Ich glaube, es sind die drei Renns hier. Einmal so rum und einmal so rum, kann das sein? Alter, mein armes Pferd, ey. Ich will ein Stück Kuchen. Ich will ein Stück Kuchen, dann musst du ein Stück Kuchen essen. Hab ich euch vorhin schon. Ich hol mir jetzt ein Stück Kuchen. Ich frag aber erst. Gott, oh Gott, oh Gott. Also diese Strecken hier haben wir auf jeden Fall neu dazu bekommen. Also beide Strecken. Bin ich gestern definitiv nicht gelaufen. So, Leute, ich will mal gucken. Da unten habe ich jetzt auch noch was bekommen, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht was. Ich laufe da mal jetzt ganz kurz hin. Na, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ich will noch mal kurz gucken. Da unten bei der Arena habe ich noch was, ne? Ja, sag ich doch. Okay, wir haben jetzt hier noch eine Schwingstrecke zurückgekommen. Testen wir nur aus. Ja, nee. Jetzt habe ich das schon aus dem Durchspiel. Na, und jetzt lang. Ah, das ist ja hier ein Kurbelschlag. Achso, da ist jetzt das Ziel. Ja, das ist jetzt, wenn ich da verkehrt reinlaufe. Okay, danke. Ah, es ist da dann, okay.
wieder da. Ah, Ehrenmacher. Jetzt rate mal, was für Sprünge ich hier bekommen habe. Was ich jetzt hier bekommen habe noch dazu. Oh. Diese Springdinger hier in der Halle. Achso, die habe ich jetzt bekommen. Echt? Das ist spät. Keine Ahnung. Keine Ahnung, die habe ich jetzt gerade dazu bekommen. Boah, was, das war's Nummer 2. 3 sollten das dann, hast du gesagt, ne? Mhm. Krieg ich sogar. Drei Stück habe ich jetzt hier bekommen. Es ist ja gar nicht so leicht, ey. Da muss man sich erstmal reinfuchsen, glaube ich. Ach, ich drücke die ganze Zeit E und ich wundere mich rum, der nicht laufen tut. Wenn man E, dann kann ich ja lange E drücken hier. Na, oh, ich hab's geschafft. Abgeschlossen. So Leute, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich sage bis später und auf jeden Fall morgen geht's weiter. Tschüss. Und vergesst nicht, einen Daumen hoch zu lassen und besonders zu abonnieren. Tschüss.